Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Pathfinder Wrath of the Righteous geht es über die nächsten Schatzinseln. Die Nummern 14, 15 und 16 sind dran und es gibt ein Zwiegespräch mit einer Kette. Los geht's! Nach der Schatzinsel ist vor der Schatzinsel. Die Schatzinsel Nummer 14 ist an der Reihe, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das hier oben ist immer wieder die Küste von Alushinira, aber wir wissen ja, dass hier dazwischen irgendwie dann noch diese anderen 13 Schatzinseln der ersten Schatzjagd-Quest gelegen haben. Und nun sind Nummer 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und dann die 21 an der Reihe. Aber erstmal die hier, gucken wir uns an, was die zu bieten hat. Wir nehmen thematisch die Umgebung von Sternenrassel wieder auf. Verschiedene Golemse. Das geht eigentlich, so groß ist es gar nicht. Dennoch werde ich euch hier nicht dabei haben, denn sonst baue ich für jede Insel eine Episode. Ich zeige euch gleich mal, was die Höhepunkte hier bei dieser Schatzinsel gewesen sein werden, worden sind. Bis gleich! Und es gibt einen ersten Geheimversteckalarm auszurufen. Da unten in der Ecke diese Konsole. Schwierigkeitsgrad war 31. Immerhin ein Schutzring plus 4. Und das hier ist wieder eine Schatzinsel mit so einem Zeiteffekt. Das heißt, die Helden altern rapide. Und deswegen muss ich hier sehr genau aufpassen, wie lange ich mich hier drin aufhalte. Und ich glaube, erstmal kehre ich jetzt zum Schiff zurück, um wieder den Effekt abklingen zu lassen. Und noch ein Geheimversteck-Alarm. Ich muss mich ja wirklich von Pause zu Pause hangeln. Hier, Schwierigkeitsgrad 22, kann nichts Besonderes sein. Ist auch nur ein bisschen Kram. Und ich muss die Helis ganz schnell wieder in Sicherheit bringen. Sonst sterben sie mir unter der Tastatur weg. Und hier habe ich den Endkampf dieses Dungeons gestartet. Der Gegner ist ein legendärer Succubus-Eliminator. Kein Eigenname diesmal, aber dahinter ist ja das Schiffssymbol. Also scheint das so zu sein. Alles etwas unschön gestartet. Eine Treppe hinauf. Amber hat den Kampf mit einem Feuerball eröffnet. So, Lan. Komm herauf zu uns. Ach nee, hier, der Knirscher. Das ist der Endboss. Ah. Ich hab den gar nicht für voll genommen. I will bring down the divine wrath. Ach. Menschenskinder. Jetzt ist er nochmal dran. Na super. Ja. Eine Stufe. Ihr habt's genau gesehen. Der teilt Stufen aus. Ich hasse ihn. Distract them for me. Ach, da war... Ach, das sind ja keine Nahkämpfer. Stimmt. Das könnte ja gar kein Hinterhaltiger werden. Ah... Ach, bitte, Leute, konzentriert euch mal ein bisschen. I failed you, friend. Was genau machst du da hinten? Susiel, was haben die mit dir gemacht? Lebensverderben. Ich glaub, mein Bussel pfeift hier. Wer bist du, dass du glaubst, so etwas tun zu dürfen überhaupt?
langsam wird's ja. Betonung auf sehr langsam. Komm, Lan. Wenn du nicht zwei Einsen am Anfang gewürfelt hättest, wäre sie down. Sie hat noch 3 Trefferpunkte. Und sie ist tatsächlich nochmal dran. Danke auch. Ember. Das lassen wir nicht zu. Genau, die ist weg. Das ist aber noch einer. Ach du meine Güte. Blutnebel. Wird nix. Time to share your treasures. Sie ist wohl immun gegen Hinterhältiger, sonst hätte sie gerade richtig kassiert von Voljev. Wow, ist das nervig. So, jetzt muss ich mich aber beeilen, weil wenn ich jetzt rausgehe, komme ich ja auf die Insel nicht wieder drauf und ich habe dummerweise hier noch irgendwo eine Tür. Da. Und die Helden werden buchstäblich nicht jünger. Wir gucken aber einmal kurz in den Loot des Knirschers. Pause. Was hat der dabei? Stoßstecher, das klingt gut. Und ist es hoffentlich auch. Wenn dieser von geisterhafter Berührung besäte plus 1 Stoßdolch mit einem hinterhältigen Angriff trifft, verursacht er 2d6 Stichschaden, der bei einem kritischen Treffer auch vervielfacht wird. Vervielfacht heißt mal 3. Eine mit geisterhafter Berührung belegte Waffe fügt körperlosen Kreaturen unabhängig von ihrem Bonus normalen Schaden zu. Der Schadensabzug körperloser Wesen von 50% auf Schaden durch körperliche Wege in diesem Fall nicht. Aber 2 bis 5. Es ist auch ein Stoßdolch. Da muss man genau aufpassen, denn Voljev hat, glaube ich, bestimmte Boni im Kampf mit dem Dolch. Aber ein Dolch und ein Stoßdolch sind nicht das Gleiche. Du hast doch irgendein Waffentraining, Voljev. Ganz bestimmt. Ich meine, mich daran zu erinnern. Aber auf Anhieb finde ich da nichts. Vielleicht irre ich mich auch. Naja. Trotzdem denke ich, dass der nicht so gut ist, dass wir ihn benutzen wollen. Voljevs im Moment getragene Dolche sind im Verkauf 22.000 und 24.750 wert. Da sieht man schon, dass so ein 7.500er da nicht mithalten können wird. So, ich spute mich noch hier den Rest auszuräumen und dann müssen die Helden sich ein bisschen erholen. Und Schwierigkeitsgrad 26, ein Geheimversteck-Alarm hier. Diese Konsole. Beinhaltet ein Amulett der fliegenden Fäuste plus 2. Das ist völlig uninteressant. Und erholen können sich die Helden am besten, indem sie Kasse machen. Hier gibt es jetzt 121.000 Goldstücke von der gierigen Truhe für die Beute aus diesem unangenehmen Dungeon. Sehr gut. Ja, und ich glaube, ich muss die Helden mal gerade ein bisschen zusammenflicken. So, alles halbwegs wieder heile und darum setzen wir die Reise fort zur Schatzinsel Nummer 15. 15 ist die Zahl. Hoffentlich ist da nicht wieder dieser komische Alterungssog. Das nervt nämlich ganz gewaltig. Nein. Wir haben hier einen kannibalischen Sog. Diese Insel ist von einer magischen Unterströmung umgeben. Diese Insel wird von Kannibalen und Krankheiten heimgesucht. Wenn ein Kannibale eine Leiche verschlingt, verfällt er in einen Zorn, der dem Barbarenzorn ähnelt und erhält Schadensreduktion 5, außer gegen Gut. Wenn zudem eine ansteckende Kreatur mit einem Nahkampfangriff trifft, muss das Ziel einen Zähigkeitswurf schaffen, um sich nicht einzustecken. Okay, Krankheiten aber, das ist mir lieber als dieses ständige Altern. Und dann zeige ich euch gleich mal, was hier zu finden ist. Und hier mal ein Geheimversteck-Alarm auf dieser Schatzinsel. Da gibt es
Schwierigkeitsgrad 35. Ja, diese Schatzinsel ist deutlich komplexer und schwieriger als andere. Hier gibt es einige fiese Stellen, infernalische Zeckenschwärme, die sehr nerven, Todesräuber und so weiter. Alles Dinge, mit denen die Helden umgehen können. Aha, das hat dann hier aufgemacht. Aber nicht leicht. Aber dafür gibt es auch ein bisschen Beute. Oh, die lässt sich gut verkaufen, ganz bestimmt. Kritische Wunden heilen, wow. Ja, langsam, so wirklich langsam kommt der Loot in die Kategorie, die mal interessant ist. Ich habe auch unterwegs schon einen Anhänger gefunden, und zwar ein Amulett der natürlichen Rüstung plus... Hier, genau. Plus 4. Und wer kann das denn tragen? Hat jemand von euch... Hier, guck mal. Das ist ja eine Augenweide. Das steht ja sehr gut. Und ich will mal gucken, ob ich hier langsam mal den Endboss finde. Ich habe schon viel erkundet. Aber das hier ist er offenkundig noch nicht. Ich denke mal, das hier ist der Raum vom Endboss, der Schatzinsel Nummer 15. Denn viel Platz ist ja nicht mehr auf der Karte. Ah ja, das passt auch ins Bild. Aber wer oder was ist der Endboss? Das ist die Frage. Something wrong. Ah, hier ist einiges wrong. Oh, da. Ist es wirklich ein alter, befallener Treibbaum? Ist das wirklich der Endboss? Verbrannter Wurzelwächter. Oh ja, also ich habe Ember dabei. Es ist ja klar, dass wir hier mal mit einem Feuerball guten Tag sagen. Bei so viel Gewächs. Ja, das haut auch rein. Ich denke, der hier, der verbrannte Wurzelwächter, der sieht aus, als wäre er derjenige, der hier am meisten zu sagen hat. Oh, Galfried geht's gar nicht gut. Egal. Warten. Dann muss ich erstmal in Stellung bringen. Ebenso Deran. So, Siel, komm mal mit nach vorn. Und natürlich ganz wichtig, Bostel. Ja, dich habe ich jetzt... So, jetzt geht das richtig los. Das war ja nix. Ember, wir brauchen ein bisschen mehr Bums da hinten. Das ging jetzt so. Lan, wen kannst du umschießen? Der hat einen RK9-2. Oh ja, der ist ja gleich weg. Dann auf jeden Fall der. Wegen der Schadenswürfe auf die umstehenden Gegner. Jetzt ist aber einer von denen dran. Macht aber nicht so viel. Ah, ich gönne uns mal hier die kleine Einheit Heilung. Das ist toll. Nokori, du musst noch mit vordrücken hier und dann kannst du auch was machen. Ja, das hier ist dein erster Zauber.
Ja, es hat ja was genutzt, aber der hinten ist leider noch am Leben. Kein Problem für Woljew. Nächste Runde. Er und sein Wurm trollen sich. Und ich glaube, für den, da muss ich jetzt keinen Ember-Zauber mehr ausgeben. Der geht so irgendwie weg. Jawohl. So, dann sammelt euch. Also, wir haben hier nichts mehr, was ich euch zeigen muss. Aber ja, vielleicht hier im Loot von diesem... Ne? Gibt kein Loot? Doch, gibt Loot. Irgendwo gibt es hier Loot. Da. Oh ja, was haben wir denn hier? Einen Teppich. Nein, das ist ein Mantel der Asche. Dieser plus 5 Mantel der Resistenz gewährt seinem Träger zudem eine Feueraura, die bei jedem Gegner im Umkreis von 10 Fuß jede Runde 2d8 Feuerschaden verursacht. Wow. Vor allen Dingen, was mir besonders gut gefällt, bei jedem Gegner. Das ist nicht bei den eigenen Leuten. Deswegen muss man ganz dringend die Mappen anlegen. Das hier ist Massenware. Säurekampfstab. Metamagisches Zauberzepter schnell zaubern. Dann hier ein Gürtel der unglaublichen Konstitution. Oder vielmehr Geschicklichkeit plus 4 und Fähigkeit von plus 5. Also, es ist tatsächlich der Mantel, der hier der Hauptgewinn ist. Also, das muss jemand haben, der immer vorn steht. Borstel wäre so ein Kandidat. Das ist ja ein Resistenzmantel plus 3 und das hier ist ein Resistenzmantel plus 5. Borstel steht ja eigentlich immer an irgendwem dran. Und wenn Borstel jetzt eine Feueraura hat, ja, warum nicht? Ne? Schön. Ja, noch die Kula kann sich echt auf was gefasst machen. So, haben wir hier noch irgendwas da? Ja, genau, tatsächlich. Das geübte Lootauge war wachsam, ist das hier. Das scheint ein Platzhalter für irgendwelche Gegenstände zu sein. Mächtiger Befehl, halt. Also so langsam macht es wirklich Spaß hier zu looten. Da kommt echt was zusammen allmählich. Und wie viel hier zusammengekommen ist, das sehen wir gleich beim Verkauf an die gierige Truhe. Es sind 118.000. Sehr gut. Ein bisschen was hätte ich noch zu verkaufen, aber bei diesen Resistenzumhängen plus 3 bin ich mir nicht sicher, ob die schon jeder hat. Deswegen hebe ich die erstmal auf, wenngleich ich eigentlich relativ sicher bin, mir von dem ganzen Geld alsbald mal beim Kaplan richtig was Schönes zu kaufen. Aber noch haben wir ja ganz viele neue und unbeleckte Inseln vor uns. Und an denen lecken wir, nachdem ich ja kurz mal die Aufnahmesession gewechselt habe. Sodele, einen Wechsel der Aufnahmesession und eine 24-stündige Pause später geht's weiter hier in dieser Episode. My tail is restless. Ja, und eigentlich muss ich euch ja gar nicht runterschaffen, das ist ja Quatsch. Bleibt mal da oben. Es wurde in den Kommentaren auch gesagt, dass hier irgendwo eine Kette wäre hinter dem Steuermann. Das müssen wir uns mal anschauen. Woljew. Where else would I be? Ja, das frage ich mich auch. Aber wo ist hier die Kette, von der in den Kommentaren die Rede war? Ah, tatsächlich, hier gibt es eine Kette. Die habe ich natürlich gesehen. Ja, klar habe ich die gesehen. Ich wollte euch die Kette finden lassen. Ja. Was macht diese Kette? Die Kette schweigt. Nichts deutet darauf hin, dass in ihrem Inneren Nahyndris Essenz lauert. Ich weiß, dass ihr da drin seid. Antwortet mir. Die Stille bleibt, reagiert aber auf deine Worte. Du spürst jetzt eine weitere Präsenz. Wer seid ihr? Das Schweigen wird schwer, bedrückend. Das Metall der Kette scheint sich zu verdunkeln.
Eine Minute vergeht, dann hörst du eine heisere Stimme. Ich bin der Hündri. Nahündri ist vor vielen Jahren gestorben. Nach einer langen Pause eine kurze Antwort. Ja. Warum wollt ihr nicht reden? Erinnerungen sind schwierig. Eine Ewigkeit ist seit dem Augenblick meines Todes vergangen. Aber die Erinnerungen wecken mich. Sie sind mein Schmerz. Und das Vergessen ist meine Erlösung. Der Steuermann behauptet, er sei der wahre Nahündri. Hochstapler. Erzählt mir von der Erinnerung, die euch geweckt hat. Nein, ich will mich nicht erinnern. Ich kann nicht und ich werde nicht. Ich will diesen Schmerz nicht erneut durchleben. Das Schiff erzittert unter deinen Füßen. Nein, nein. Die Kette wird heiß. Feuerstreifen durchziehen ihre gesamte Länge. Als du sie berührst, wird Nahündris Gedächtnis beinahe greifbar. Sein Schmerz übermannt dich. Ach, du ahnst es nicht. Mein kleiner Dieb, der raffinierte Proteaner mit dem dämlichen Namen Sternenrasse, versucht nicht einmal, sich aus meinem Griff zu befreien. Hat er aufgegeben? Habe ich triumphiert? Das habe ich. Ihr werdet mich nicht länger bestehlen. Keines meiner Schmuckstücke wird euch je auch nur einen Funken Freude bescheren. Ich knurre, als mein Triumph mich von innen verzehrt. Doch mein Dieb schüttelt nur seine Kristallrassel und zischt achtlos. Was hätte ich von eurem Tant? Er hat mich nie interessiert. Ich brauche nicht die Schätze selbst, sondern eure Wut und euren verletzten Stolz. Beide waren prächtig. Schadenfreude liegt in meiner Natur. Und es bereitet mir Freude, einen so mächtigen Gegner zu schlagen. Und ihr habt auch Freude an unserer Rivalität gefunden. Ihr habt diese Jagd genossen, oder etwa nicht? Diesmal habt ihr eure Beute gefangen. Lasst mich jetzt frei, damit wir unser Spiel fortsetzen können. Mein Dieb begegnet meinem Blick mit schamloser Naivität, als hätte er keinerlei Furcht vor mir. Jetzt kann man eine Antwort geben. Mir liegt nichts an Spielen, aber ihr versteht wahrhaftig euer Handwerk. Dient mir dann wahrscheinlich euer Leben. Das wäre eine kluge Variante. Ich habe unser Spiel in der Tat genossen. Lasst es uns fortsetzen, oder? Ihr werdet meine Trophäe sein. Tag um Tag werdet ihr ausgebohrtes Chaos in eurem Käfig ersticken. Euer Herz wird verrotten, euer Verstand wird verschwinden. Und ihr werdet den Rest eures Tages als angekettete, blutrünstige Bestie verbringen. Ja, ein Dämonenherrscher würde wahrscheinlich das untere hier irgendwie sagen, aber da Nokori jetzt ein bisschen Einfluss hat, wähle ich mal Option 1. Mir liegt nichts an Spielen, aber ihr versteht wahrhaftig euer Handwerk. Dient mir, dann verschone ich euer Leben. Was denke ich da bloß? Selbst wenn er mir jetzt Treue schwören würde, wäre das Wort eines geborenen Lügners doch weniger wert als das Geplapper seiner Rassel. Er würde einen schlechten Diener abgeben und nur meine Großzügigkeit ausnutzen, um mich erneut zu bestehlen. Aber warum will ich ihm dann eine Chance geben? Wie dumm. Dieser Gedanke ist meiner Intelligenz unwürdig. Hinfort mit ihm. Okay, also der Dämonenherrscher setzt sich doch durch. Dann ahne ich schon, was jetzt passiert, wenn ich sage, ich habe unser Spiel in der Tat genossen. Lass es uns fortsetzen. Was ist das für ein Irrsinn? Welche Freude sollte darin liegen, von dieser aufdringlichen Schlange bestohlen zu werden? Die Jagd hat mir kein Vergnügen bereitet, nur Unmut und Zorn. Hat mein hinterhältiger kleiner Dieb sich in meinen Verstand geschlichen? Manipuliert er meine Gedanken? Versucht er, mir den Sieg zu stehlen? Das wird ihm nicht gelingen. Gut, dann läuft es darauf hinaus, dass Nahündri antwortet, ihr werdet meine Trophäe sein. Tag um Tag werdet ihr, ausgebohrtes Chaos, in eurem Käfig ersticken. Euer Herz wird verrotten, euer Verstand wird schwinden und ihr werdet den Rest eurer Tage als angekettete, blutrünstige Bestie verbringen. Mein verfluchter kleiner Dieb lacht, spöttisch, beißend, unerträglich. Ihr habt euch soeben selbst beraubt, einer wahrhaft großen Unterhaltung nämlich. Was seid ihr für ein Narr?
Selbst die Drohung der Gefangenschaft und Verkümmerung zu einer primitiven Bestie, die nur töten und foltern will, hält diese Schlange nicht davon ab, mich zu verhöhnen. Abrupt drehe ich seinen schwachen Arm um, entreiße ihm die Kristallrassel und schleudere sie zu Boden. Ihr Geräusch ist jämmerlich, zerbrechlich. Ich ziehe seinen kreischenden, zuckenden Körper zum Käfig und versuche, mein rastloses Herz zu beruhigen. Jetzt ist er mein. Jetzt gehört er mir. Mein Preis. Meine Trophäe. Mein Dieb in Ketten. Doch warum schmecke ich dann die Bitterkeit eines weiteren Verlusts? Hatte er möglicherweise doch recht? Nein, natürlich nicht. Interessant. Diese Kette, aha. Naja. Gut, dadurch wird die ganze Geschichte noch ein bisschen weiter ausgeführt, beziehungsweise wir wissen jetzt, was nach der Gefangenschaft von Sternenrassel passiert ist. Das war ja bisher ein offenes Ende. Die Sternenrassel haben wir ja selber gefunden, insofern war klar, und Sternenrassel haben wir bekämpft, dass er nicht nochmal entkommen ist. Und jetzt wissen wir auch, wie da eins zum anderen führte. So. Und das Knochenschiff, das führt uns... Oh, ich bin so stolz auf meine Überleitung immer. Nein. Wir gehen jetzt hier wieder auf die Reise und werden nach der ersten, zweiten und jetzt die dritte der Schatzinseln. Nee, das ist ja schon die 13. plus 3, die 16. Die Nummer 16 werden wir uns anschauen. Und gespannt gucken, was da so auf uns wartet. Es ist immer noch diese Schwarzwasserumgebung. Stilistisch. Was haben wir hier für ein Problem? Du kannst darauf Elementarsäulen finden. Kreaturen im Umkreis von 30 Fuß um eine Luftsäule sind vor Fernkampfangriffen geschützt und erhalten dagegen einen Situationsbonus von plus 4 auf die RK. Allerdings besteht für sie die Gefahr, von einem Blitz getroffen zu werden. Der Effekt eines Zaubers Blitze herbeirufen bei einem Reflexwurf mit einem Schwierigkeitsgrad von 25. Verstehe. Nun gut. Lan, wenn wir auf so eine Säule treffen, hast du ein bisschen ein Problem, aber das kriegen dann die Nahkampfmiezen hin. Und ich werde hier durchpflügen. Na, es ist recht groß. Und zeige euch gleich die Höhepunkte. Und ein erster Geheimversteck-Alarm hier auf der Schatzinsel Nummer 16. Da unten schon weit bin ich vorgestoßen. Ey, Karte, bleib an. Da habe ich hier gefunden, in der Zange dieses Roboterarms, da gibt es eine Truhe und die enthält Dinge und hatte einen Schwierigkeitsgrad von 26. Was ist das hier? Glückshandbuch, das kennen wir wohl schon, und einen Gürtel der Körperbewegung. Na gut, weiter. Und der nächste Geheimversteck-Alarm, hier die Konsole, die wahrscheinlich den Wandschrank aufmacht. Schwierigkeitsgrad 35, interessant. Bisher war ja in solchen Schatzkammern nie irgendein Gegner. Ich verlasse mich darauf, dass das so bleibt. Ja, ist so. Und staube ab ein bisschen Diamantenstaub, schriftvolle Massenunsichtbarkeit und Blitzgewitter und eine Adamant-Brustplatte plus 4. Da unten war der Geheimversteck-Alarm und hier ist noch eine Tür. Demnächst sind wir wahrscheinlich durch. Dann geht es gleich für euch beim Endboss dieser Schatzinsel weiter. Und noch ein Geheimversteck-Alarm. Schwierigkeitsgrad 31. Eine Kiste tief in dieser Schatzinsel. Ich denke, ich bin kurz vorm letzten Raum. Vielleicht lasse ich euch einfach dabei. Aber da hat er natürlich Rüstung plus 4. Ja, ja. Es wird interessant. Jetzt ein bisschen so Kubuskram, das ist nicht weiter von Relevanz. Irgendwo hier liegt auch noch eine. Nur guck mal, mach du das mal. Schwierig. Nee, die hat nichts dabei. Gut. Und dann kommt hier rein. Ich denke, das da ist der letzte Raum. Und dann sehen wir, wer hier der Endboss ist. Scheiß Blitz. Mann, Wolf, du und deine Reflexe.
Wie ein Hirsch. So, alles gut. Wir leben noch. Ich denke, wir schießen mal mit Land dahin. Sollen sie doch rauskommen. Ist das jetzt gestorben? Nee. Oder doch? Wolf, da ist die Tür. Ah, da ist diese Dreckssäule. Ja, das ist das Problem. Okay. Da ist der Kampf auch schon wieder abgebrochen worden. Weil die verbleibenden Gegner mich nicht gesehen haben. Aber das geht jetzt. I'm here. Where else would I be? Also kann's weitergehen. Attacke. Yet another obstacle. Auch schon wieder weg. Wer bist du? Darth Vader. Ein Belagerungsgolem. Oh, also das. Stufe 37. Das muss man erstmal sein. Hui, 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 hui. Okay, ich verstehe. Das ist unser Problem. Auch schon wieder weg. Are we in trouble yet? Ach, das sind vielleicht irgendwelche komischen Luftelementare. Ne, das hier ist ein bisschen länger da. Ne, doch nicht. Nun gut, die Luftelementare sind weg. Die sind teilweise von dieser komischen Säule dann herbeschworen. Deswegen sind die nicht so wirklich dauerhaft. Jetzt gucken wir mal, wie wir mit dem zurechtkommen. Meditate on your mistakes. It might make you feel better. Ich denke, ja, das ist der Endboss. RK-43. Respekt. Ich werde mal die Matschenbieze angreifen lassen. Ja, so schlimm ist ja gar nicht. Die da hinten sind normale Golems. Ich denke, das hier ist wirklich der, um den es geht. Oh, hier ist noch einmal. Ach, du bist der Chef. Jostantin der Sorglose. Ja, wenn man da mal Schnauze liegt, hat man keine Sorgen. Ein Magier, verstehe. Ember, den würde ich ja gerne schlafen legen, aber das geht natürlich nicht. Geht natürlich nicht. Gegen Feuerschlange, hätte ich sehen können. Ah ja, da müssen wir halt ein bisschen schießen. Precision. Der Kampf ist ja noch gar nicht angefangen. Der fängt ja jetzt erst an. Oh, ey, soll ich wohl nicht dahin ziehen? Das ist eine blöde Idee. Ich weiß genau, dass es eine blöde Idee ist. Dich kann ich dahin ziehen, auf alle Fälle. Okuri darf ein bisschen reinkommen in den Raum. Du auch. So. Das war die erste Überraschungsrunde, deswegen waren die Gegner nicht dran. Aber das wird leider nicht so bleiben. Naja, Wolf, geh mal irgendwie in die Nähe. Guck mal, was du anrichten kannst. So, jetzt geht das richtig los. Und ich denke, dass der Golem gar nicht so das große Problem ist. Sondern der hier liegende Magier, der muss dringend weg. Kann ich aber nur einmal schießen. Dann kannst du auch auf den drauf bleiben. Dann kriegen wir den wenigstens weg. Macht der keinen Scheiß mehr. Im Rücken unserer Helden. So, komm.
ein am Boden liegender Magier. Da kann man bitte kein 1 würfeln. Oh Mann, ey. Das scheint ein untoter Magier zu sein. Demzufolge ist er... Nee, er ist nicht immun gegen irgendwelche Willensgeschichten, oder? Idealerweise lasse ich einfach schlafen. Ja. Er schläft. Tatsächlich, sehr gut. Dann können wir den erstmal da liegen lassen. Die Adamant-Golems, die machen, glaube ich, keine Explosion, wenn sie sterben. Dann soll das jetzt eigentlich recht einfach sein. Ich muss sie ja nur wegtanken. Oh, gut, gut. Na gut, die hauen natürlich auch zurück. Und treffen ganz gut. Der schläft. Das ist doch wieder so unnötig gewesen. Was macht ihr denn? Warum kommen denn da die 19? Warum tut sie das? Die 11 war doch schon schlimm genug. Mann, was seid ihr für Drecksäcke, ey. Arme Mieze. So, Problem, wenn Lan da jetzt schießt und den umschießt, dann macht er natürlich auch Schaden auf den am Boden liegenden Magier. Gell? Ja, 50. Nicht gut. Du bist nicht immun gegen Feuerschlange. Komischen Magier, Adamant-Golems vielleicht, aber nicht du. So, wir brauchen eine Heilung auf Schattenfang. Lebensatem. Wieso hast du eine Stufe? Wo kommt denn die jetzt plötzlich her? Ey, ich könnte manchmal hier wirklich aus der Haut fahren. Wo kommt die Stufe her? Naja, gut, du lebst wieder, das ist das Wichtigste. Weil ich kann die Viecher nur Borstel tanken. Ich werde es ungern Nokori dahin schaffen, weil der ist gleich dran. Achso, der Typ steht gleich auf. Ja, gut, dann besorg's ihm. Minus 9, du stehst nicht auf. Wieso stehst du auf, du Betrüger? So, jetzt müssen wir alle ran. Der ist spät dran, wir müssen alle drauf klopfen. Solange wir können. Ja, das war aber nur ein Schuss. Ja. Da wehrt sich Galfried, der hat noch einen Trefferpunkt. Gut, da gehe ich kein Risiko ein. Bumm. Oh, der lebt noch. Verstehe. Nicht, aber... Jetzt lebt er nicht mehr. Gut. Was hat denn dieser Joestin gebracht eigentlich? Oh, 7000. Also ich fürchte, wir sind fast Level 18, wenn wir hier raus sind aus dieser ganzen... Schatzinsel-Quest-Geschichte. Wow. Mal aber Schattenfang. Das brauchst du doch wieder irgendwie. Ist das ein temporäres Level? Das geht von alleine weg. Nein, das geht nicht von alleine weg. Wir nehmen dir das weg. Hier, komm. Da. Komm, der ran. So. Was können wir jetzt hier finden? Hier ist eine Werkbank. Oh, was ist denn das? Das ist normaler Kram. Was ist das?
Blutiges Fleisch. Benutzbarer Gegenstand. Dieses Objekt gewährt einen dauerhaften Bonus von plus 2 auf Athletik. Das ist ein Buff-Food, was einmal jemand futtern kann und dann geht es ihm besser. Was ist das hier? Mächtige magische Waffe, Haupthand. Okay, das müssen wir uns näher anschauen. Das ist ein Stab, das ist schon mal schlecht. Es ist nicht Wolfs Affe, höchstens von Sosiel. Dieser Zauber funktioniert wie magische Waffe, gewährt eine Waffe, aber eine Verbesserung. Das ist ein Zauberstab, oder? Oder was ist das? Das ist ein Zauberstab mit einem paladinösen Zauber. Es ist in dem Sinne keine Waffe, richtig. Es taucht nicht bei Waffen auf. Es ist ein Zauberstab, den ich hier in meinem Stall natürlich nie wiederfinde. Aber das kennt ihr ja nicht. Guck mal, da ist er. Also, er macht... Ja, er gibt halt den Zauber mächtige magische Waffe 17 Mal. Oh ja. Wenn es hart kommt. So, jetzt hier die Frage mit dem blutigen Fleisch. Athletikwürfe sind eigentlich Lanzdisziplin. Mit Zähigkeit hat er aber relativ wenig Probleme. 19. Woljev hat da leider nur 8. Das ist, eigentlich müsste man ihm das geben, ha? Weil seine Konstitution so gering ist und er sonst nichts weiter hat. Hast du keinen... Ach, du hast natürlich keinen Mantel. Ach so. Ich glaube, wir sollten dir echt den toxischen Umhang wegnehmen. Der ist gut gegen Säure, ja. Wolf ist immun gegen Säure, aber nach einem erfolgreichen hinterhältigen Angriff kannst du das Ziel mit Kränkeln belegen. Ich glaube, das ist es mir nicht wert. Du brauchst ein bisschen mehr Rettungswürfe. Ich habe ganz viele Resistenz und Menge plus 4 gefunden. Dann sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Wenn wir gerade mal dabei sind, wer braucht noch so ein Ding? Das ist 1 plus 5. Das ist ein 4er, den hast du jetzt auch. Du hast dieses Ding. Das ist eine Resistenzmantel plus 3. Das lasse ich dir mal. Du hast einen plus 3. Kriegst einen besseren. Du hast den hier. Wenn der Träger einen Gegner in einer Runde zum ersten Mal trifft und dieser hat seinen Zähigkeitswurf verkackt, wird das Ziel teilweise gehäutet. Aber ich glaube, das ist es mir auch nicht wert. Auch hier finde ich es besser, wenn Schattenfang bessere Rettungswürfe hat. Weil, ja, das ist... Ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal richtig gut funktioniert hat mit diesem gehäuteten Ledermantel. Ich glaube, den kann man auch verkaufen. Du hast wahrscheinlich was Besseres. Das ist Level 5 Mantel. Genau, du hast einen... Jetzt auch Level 4 und bei Galfried müssen wir auch nicht sparen. Hier, zack, einen Schwanz gebunden, fertig. Dann kann das verkauft werden. Ja, das blutige Fleisch. Jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, wer das jetzt eigentlich futtern soll. Athletikwürfe ist Lanzdisziplin, plus 40. Lan gehört zur Haupt-, zur Stammgruppe. Er ist immer dabei. Wenn wir mal irgendwo im späteren Spielverlauf noch einen richtig fiesen Athletikwurf machen müssen, können die zwei Punkte richtig wichtig sein. Wir steigern es allerdings auch weiter. Woljev, Zähigkeit 12, wäre halt gut. Aber ich glaube, ich gebe das Land. Land ist auch derjenige, der kein Problem damit hat, so ein gefundenes, blutiges Fleischbröckchen reinzuhauen. Jetzt muss ich es nur finden. Das ist garantiert so ein Ding. Oder so ein Ding? Das finde ich nie wieder. Benutzbare Gegenstände sind eigentlich hier. Da. Land. Möchtest du es benutzen? Du möchtest es. Genau. Jetzt haben wir hier den einmaligen Bonus von blutiges Fleisch. Das dürfte auch nicht wieder weggehen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ist der Bonus jetzt für immer da oder ist er jetzt nicht für immer da?
Der Bonus ist für immer da, denn ansonsten hätte ich ja hier ein Symbol, was mir zeigt, dass er irgendwann weggeht nach Tag X oder so. Gut, das war ein schöner Fund. Was haben wir hier noch? Wo ist denn hier dieser Magier? Steht der auf dem Loot, Leute? Oder war es das schon? Den Magier hat er komplett zerrieben. Ach doch, da ist er. Woljev, mach keinen Scheiß. Hier ist der Magier. Oh ja, also das ist ein Stück Galle. Nein, eine rosa Perle. Als du sie aufhebst, spürst du ein Echo einer alten Erinnerung. Das ist aber eine komische Perle. Sieht aus wie eine Birne. Ich rolle eine Perle mit seltener rosa Färbung in meiner Handfläche umher. Sie ist nicht die größte Perle meiner Sammlung und auch nicht die wertvollste. Und dennoch ist sie auf ihre Art einzigartig. Ich habe auf verschiedenste Weise Reichtümer zusammengetragen. Einige mit Gewalt, andere durch Täuschung. Manche gestohlen, manche in versteckten Ecken des Universums gefunden. Aber vor dieser Perle war mir nie ein Schatz meiner Sammlung willentlich überlassen worden. Es war eine Überraschung, aber ich habe jetzt Anhänger. Wie? Woher sie kamen? Vielleicht waren einige Sterbliche beeindruckt von meiner Machtdemonstration bei meinem Angriff auf die materielle Ebene. Oder hat mich irgendein belesener Dämonologe entdeckt wie einen Stern am Himmel? Niemand weiß es. Klar ist nur, dass ich mich nicht um sterbliche Bewunderer bemüht habe. Dennoch sind sie hier. Sie beten zu mir, führen blutige Rituale in meinem Namen durch. Und was das Wichtigste ist, sie bringen Opfer dar. Ein seltsames, aber angenehmes Gefühl. Nun, wenn sie mir dienen wollen, weise ich sie nicht zurück. Vielleicht gewähre ich den hingebungsvollsten von ihnen sogar einen Zauber oder zwei. Ah ja. Der schönste Satz hier im Text ist: Dennoch sind sie hier, sie beten zu mir, führen blutige Rituale in meinem Namen durch. Das heißt, der hat noch nie zu einem seiner Anhänger gesprochen und gesagt, ey, du musst dir dreimal am Tag die Handfläche aufschlitzen, sonst bist du nicht mein Anhänger. Das denken die sich selber aus. Anhänger von irgendwelchen Göttern oder gottähnlichen Wesen denken sich solchen Quatsch selbst aus. Der Angebetete steigt nicht von wo auch immer hernieder oder hinauf und sagt, du musst das und das machen. Das machen die von ganz alleine. Da musst du überhaupt nichts tun als Dämon. Auf so blöde Ideen kommt die von ganz alleine. Ja. Also, das ist auf jeden Fall was, worum es hier geht. Ein neues Story-Fragment. Und das ist eine Harimaki-Rüstung plus 5. Das kann Woljev tragen. Das ist klar, das ist klar, das ist klar. Das ist auch klar. Bäunig. Robe der sieben Sünden und hier einige weitere metamagische Zepter. Dieser Magier war nicht von schlechten Eltern, aber gucken wir uns mal hier diese Robe an. Ist der Träger dieser Robe ein Zauberwirker, wird seine Zauberstufe um 3 und der Rettungswurf-Schwierigkeitsgrad gegen alle seine Zauber um 1 erhöht. Außerdem erhält er einen Kompetenzbonus und plus 5 auf Zauberstufenwürfe zur Überwindung von Zauberresistenzen. Oh ja. Das müsste eigentlich Deran tragen, weil die wichtigsten Zauber, die wir platzieren, sind die Zauber der Magiebannung. Die wir ja nur benutzen, wenn ein Gegner so hart ist, dass es ohne Magiebannung nicht geht. Alles andere ist dann schön, wenn es klappt, und wenn es nicht klappt, ist es auch nicht so schlimm. Mit anderen Worten, diese Haramaki-Rüstung, da hast du eine plus 4er der Gelehrsamkeit. Kompetenzbonus auf Wissensarkanumswürfe und Konzentrationswürfe. Das ist jetzt nicht so wichtig. Der eine Punkt Rüstungsschutz ist mir. Wieso 2? Hä? Ach, Haramaki plus 5, aber Rüstungsklasse 6. Ja, 2 Punkte Rüstungsklasse, die sind mir lieber als alles andere. Das Ding könnte theoretisch sogar Ember tragen, weil so eine Rüstung jeder tragen kann. Ja? Passt. Ember und Wolf haben die gleiche Statur. So, jetzt aber hier ist Robert der sieben Sünden. Das klingt irgendwie nach Deran. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, wenn du das dumme Hemd des Alchemisten... Ja, komm, klar ziehst du das an. Ja, schick. Das meldest du auch an, wenn du das nächste Mal Nokori im Schlafzimmer... Ach, egal. So, dann... Ja, Schattenfang muss geheilt werden, alles klar. Aber die Frage ist, ob hier noch irgendwo was ist.
was mein Interesse wecken sollte. Ich denke aber nicht. Nö. Habe auch nichts mehr hier liegen gelassen. Keine Tür ungeöffnet, ja. Das war schon relativ schwierig. Also, ich habe manche Kämpfe mehrfach gespielt, einfach weil mir der Ausgang nicht so schön war. Im ersten Versuch hätte ich aber immer gewonnen. Den sind mit einer Beute verlassen und dann geht's gleich, ja, hier, das geht noch in den Rucksack, dann geht's gleich zur gierigen Truhe. Und hier die Beute. Fast eine Viertelmillion Goldstücke. Wow, das war mal der ertragreichste Inselgang, Landgang seit langem. Ich glaube, der ertragreichste überhaupt. 1,7 Millionen, ja. Und die Einkaufsliste in Sachen Kaplan wird auch kürzer, weil ich finde ja auch einige Dinge. Ich habe es schon 2 natürliche Rüstung plus 4 Amulette hier auf Halde. Es gibt nur plus 5, das ist jetzt das Zweitbeste. Und hier sind auch noch ein paar Ringe. Also die Daheimgebliebenen, die dürfen sich freuen. Die kriegen neues Geschmeide angeheftet. Und damit müssen wir mal schauen, wie es eigentlich weitergeht. You sure it's safe? Ich wollte in der Episode ja eigentlich noch eine weitere Insel machen, aber ganz ehrlich, mein Rohmaterial ist jetzt schon so umfangreich, dass ich das wohl nicht tun werde. Gucken wir mal kurz hier, wie es aussieht. Ja, 1, 2, 3 Inseln habe ich geschafft. 1, 2, 3, 4 liegen noch vor mir und ich denke, ja, vielleicht die nächsten 3 in der nächsten Episode und dann die und diese Questinsel dann in der übernächsten. So ungefähr stelle ich mir das vor. Aber hier ist Schluss und weiter mit der nächsten Insel geht's im nächsten Teil. Bis dahin!